der Seite auch beleuchtet. Das ist nämlich relativ dunkel, man kann das schlecht sehen. Ja. Das wäre nicht machbar. Und bevor es aus Wasser geht, muss die Bevölkerung erstmal mit Speisen und Getränken verwöhnt werden. Und die richtigen Lampionfahrer sind natürlich mit entsprechendem Werkzeug ausgerüstet. Und für jeden Teilnehmer leuchtet hier ein Lichtlein. Nehme ich doch diesen mal mit. Lieber für dich, ich hab alles. Hier wird immer was aufmachen. Ich darf für dich bezahlen. Es ging bunt zu bei M-Stern am Bootshaus. Es herrschte eine fantastische Atmosphäre. Kommt ihr auch erst wieder auf den Nimm mal eine Kollegin mit. Und am M-Stern-Grill gab es Warteschlangen wie zu besten DDR-Zeiten. Wo ist der nun? Ist das Problem, Technik oder? Hey. Ist nicht mehr viel, oder? Aber du kriegst kein Würstchen. Das ist ja wohl ein Ding. Eine tolle Atmosphäre begleitet die Boote auf dem Weg zur Innenstadt, wo Tausende von Zuschauern an den Ufern und auf den Brücken auf uns warten. Ich kann mich auch nicht hinstellen, das geht jetzt.
der Hund, der macht dann alles so schön mit. Aber da steht auch dran, Seehund, da muss er der auch machen. Weg ist frei. Tolle Veranstaltung geht dem Ende entgegen und ich glaube, es hat allen Beteiligten ganz viel Spaß gemacht.